Und damit wieder mal hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder mit einem richtigen Leckerbissen. Ich glaube, ihr kennt alle die großen Kobi-Schlachtschiffe. Ich meine, wer kennt sie nicht? Muss ich ja sagen, über 1000 Teile, 1500 teilweise. Und es gibt auch von Kobi die Bismarck. Jetzt habe ich natürlich nicht von Kobi die große Bismarck hier, sondern ich habe von Modrix eine Bismarck aus 326 Teilen da. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird. Wie wir das von Modbricks kennen, relativ schlichte Verpackung, aber auch schick. Ich meine, das ist ja wie so ein bisschen abgehoben, die Schrift. Finde ich sehr schick gemacht, finde ich eine schöne Lösung. Und vor allen Dingen fühlt sich sehr schön an, hat eine schöne Haptik, der Karton. Dann hier oben haben wir nochmal Custom Bausteinmodell Bismarck. Steht genau auf der Seite auch. Steht genau auf der Seite auch. Und hinten nochmal eigentlich genau dieselbe Seite wie vorne. Es ist typisch für Modbricks. Kennen wir, glaube ich, alle so. Und dann haben wir hier nochmal eben, ja, wie wir das also kennen, nicht von 0 bis 3, Erstickungsgefahr, geeignet für Kinder ab 14 steht jetzt hier. Ich würde sagen, ich mache es einfach mal auf und wir schauen uns mal die Teile an. Und wir haben in der Hauptverpackung jetzt nochmal hier einen Pappkarton, wo eben jetzt die verschiedenen Plastiktüten drin sind. Schauen wir mal, das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tüten. 8 Tüten ist jetzt nicht wenig, aber es ist nicht so extrem wie bei Kobi bei manchen Modellen. Und hier haben wir die Anleitung. Aber bevor ich zur Anleitung komme, möchte ich noch was dazu sagen, zur Verpackung. Die Verpackung ist quasi mit Klebestreifen zu. Und das heißt, man kann sie völlig zerstörungsfrei öffnen. Für mich ist das ein großer Pluspunkt, weil ich die Verpackungen immer aufhebe. Und da muss ich sagen, können sich andere Hersteller meiner Meinung nach nochmal was abschauen. Ich sehe jetzt hier zumindest keine Nummerierung bei den Tüten. Sind nun teilweise sortenrein sortiert, also ähnlich wie bei Blue Bricks und teilweise gemischt. Hier haben wir ja sortenreine Sortierung wieder. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin so ein Fan davon, wenn es sortenrein sortiert ist oder zumindest Großteile sortenrein sortiert ist wie bei Blue Bricks. Hier ist es jetzt teilweise sehr grob sortiert und teilweise wirklich sortenrein sortiert. So, aber die Teile schauen wir uns dann später an, wenn wir bauen. Jetzt kommen wir mal zur Anleitung. Die Modbricks-Anleitung, wirklich schön klammergebunden, schön robust. Und Modbricks kennen wir ja, baut ähnlich wie bei Lego. Das heißt, dass nichts ausgegraut wird, sondern jeder bei jedem Bauschritt voll die Farbe erkennbar ist. Und meines Erwissens ist bei Modbricks auch nicht der neue Schritt irgendwie hervorgehoben. Das heißt, das ist wirklich ähnlich wie bei Lego. Und ich würde sagen, es lässt sich auch danach sehr gut bauen. Wenn man natürlich Kobi und andere Hersteller gewöhnt ist, kann das einen erstmal verwirren, aber da kommt man schnell drüber weg. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und zeige euch wie immer dann mal was, wenn wir ein bisschen vorangekommen sind und ich was dazu sagen kann. So, und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt Nummer 13 und bisher ist es sehr viel Platten übereinander schichten. Ich meine, man sieht das ja hier Platte über Platte, hier dann eben den Rumpf bauen. Wo man dann eben auch mit verschiedensten Formenteilen arbeitet, ist klar bei 300 Teilen oder 326 Teilen für ein Schiff. Da kann man jetzt keinen wirklich gebauten Rumpf erwarten. Völlig logisch. Ich habe aber schon ein paar Probleme mit dem Set und mit den Teilen davon, eher gesagt. Und zwar haben die Teile zwar vom Aussehen her eine wirklich gute Qualität, hat keine Kratzer oder ähnliches, hat jetzt keine sehr offensichtlichen Angusspunkte. Aber diese Modbricks-Teile haben teilweise wie so einen gefühlten Film drauf. Es fühlt sich so ein bisschen wie so ein öliger Film an. Es ist keiner da, aber das ist einfach nur ein Gefühl in den Fingern. Und das stört jetzt in den Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich nicht. Aber wer jetzt schon andere, auch sehr hochwertige Klemmbausteine in der Hand hatte, den stört das so ein bisschen beim Bauen. Das muss ich sagen, gefällt mir nicht so wirklich. Das nächste ist, die Passgenauigkeit ist manchmal etwas kritisch. Also zum Beispiel sind die Platten so straff aufeinander gedrückt, auf diese Länge, man verzweifelt, die Platten zusammenzubekommen, ohne dass es sich wölbt. Das ist bei anderen Herstellern besser, weil das ist jetzt auch keine riesige Länge. Das gesamte Modell hat ungefähr 50 cm, um die, ich glaube, 52, 53 cm am Ende. Und da ist es eigentlich ungewöhnlich, dass auf solche Platten da solche Spannungen entstehen. Da ist dann mit der Passgenauigkeit wahrscheinlich ein bisschen was schief gelaufen und man muss teilweise wirklich draufhämmern, also mit der Hand draufhämmern, so nach diesem Stil hier,
dass die Platten wirklich zusammenkommen. Das kriegt halt auch kein Kind zusammen, das kann man vergessen. Also da muss ein Erwachsener dabei sein. Es ist auch eher ein Displayset als ein Spielset. Ja, kann man dann drüber hinwegsehen, aber ich finde es halt nicht so schön, wenn ich da im Vergleich eine Kobi-Platte habe, die ist auch sehr straff nacheinander zusammen. Die willst du nie wieder auseinandernehmen, aber die geht gut einfach aufeinander. Das funktioniert dort. Da muss man jetzt auf so eine Länge noch nicht so drücken. Das ist ein bisschen schade, muss ich so sagen. Und am Ende natürlich, es ist dann stabil. Also damit könnte man jetzt, ich weiß nicht, was einschlagen. Ich habe, glaube ich, bei dem Kobi-Panzer gesagt, kannst ein Fenster damit einschlagen. Damit kannst du ein Panzerglas einschlagen hier. Aber es ist im Endeffekt ein Minuspunkt, muss ich sagen. Wenn es dann wirklich so auf Spannung ist, das ist dann ja auch nicht gut fürs Teil. Und vor allem, du kriegst das Ding nie wieder auseinander, egal mit welchem Teiletrenner. Das kannst du vergessen. Na dann. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten wichtigen Bauschritt. Es geht jetzt schon so ein bisschen zur Dekoration über. Und wo wir vorhin noch feste Platten und Platte übereinander geschlichtet haben, haben wir jetzt Fliesen auf diese Platten geschlichtet. Oder eher gesagt, drauf gemacht. Weil wir haben hier nur eine Etage, haben wirklich die ganze Zeit in derselben Ebene gearbeitet. Haben hier wunderschön mit Fliesen alles eben zugepflastert, damit wir jetzt hier dieses Deck gebaut haben. Hier wird natürlich noch weiter gebaut, völlig logisch, deshalb haben wir da ja auch Noppensteine und eben keine Fliesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Schritt. Ich muss aber noch mal etwas dazu sagen. Ein was muss ich noch dazu sagen, das hätte ich fast vergessen. Diese langen Fliesen festzudrücken macht keinen Spaß, weil die sind fast genauso schlimm wie die Platten. Und das, wie gesagt, das ist teilemäßig leider nicht schön gelöst, weil du drückst da wirklich drauf ohne Ende und dann macht es einmal knack, dann ist es drauf und dann hoffst du, dass entweder nicht die Fliese gesprungen ist, sondern du hoffst, dass die Fliese da drauf ist und fest ist. Und das ist nicht so schön. Dann muss ich aber sagen, die Qualität der Steine ist an und für sich nicht schlecht. Sie sind relativ matt, jetzt nicht so sehr hochglänzend, das finde ich aber auch nicht schlimm. Sie sind kaum verkratzt. Es gibt manchmal ein paar kleine Stellen, wo man vielleicht mal einen Kratzer findet, aber sonst qualitativ kein Problem. Und diese Fliesen fassen sich auch nicht so ölig an wie die Platten. Und die Steine an sich auch nicht. Ich weiß nicht, wo das herkam bei den Platten. Vielleicht war es ein Ausrutscher in meinem Set. Keine Ahnung. Aber ich muss ja das bewerten, was ich hier habe. So, und jetzt sehen wir uns aber wirklich im nächsten Schritt weiter. Und ja, es gibt nicht nochmal einen Zwischenschritt tatsächlich. Wir sind fertig. Beziehungsweise ich bin fertig mit dem Bau. Und ihr seht jetzt, wie es fertig aussieht. Warum gibt es nicht nochmal einen Zwischenschritt? Das kann man sich schon fragen. Die Begründung ist relativ einfach. Es hätte sich nicht gelohnt, da irgendwo einen Zwischenschritt reinzumachen, weil alles nach dem, was ihr gesehen habt, nach diesem Fliesen hier, war nur noch Deko-Gefummel. Auch wenn es an manchen Stellen massive Deko ist, ist es nur noch Deko-Gefummel gewesen. Deshalb halt so, ja. Ich zeige euch auf jeden Fall, was es so für Deko-Gefummel gab. Sag jetzt direkt nochmal meine Meinung dazu. Da mache ich kein extra Video mit der Meinung dazu. Das wäre Quatsch, da würde ich das einfach nur strecken und ich bin jetzt eigentlich nicht der Typ, der hier unnötig strecken will und aus so einem Set 5 Videos macht, wenn es nur eins wert ist. Und gut, das war jetzt genug Gequassel, wir kommen jetzt mal zu dem Set. Im Endeffekt haben wir mit der Deko angefangen von Achtern vor bis zum Bug. Und immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt hier die Deko-Sachen so aufgebaut. Die Kanonen. Kommen wir mal zu den Kanonen, weil wir machen das jetzt mal ähnlich. Ich komme mal von hier bis hier vor. Und als erstes rede ich mal über die Kanonen. Haben wir hier zwei, haben wir hier zwei. Sind, naja, also ich sag mal so, sie sollen drehbar sein. Sind sie aber leider nur bedingt, weil die im Endeffekt einfach nur hier auf so einer Plate mit einer Noppe drauf gemacht sind und hier so eine Aufnahme haben, wo es drauf gesteckt wird, lassen sich deshalb sehr schwergängig drehen. Sie lassen sich aber zumindest, wenn man es in die Vitrine stellt, einstellen. Und das reicht ja. Es ist ein Vitrinenset. Es ist kein Spielset. Von daher ist das völlig in Ordnung so. Aber trotzdem natürlich nicht perfekt, ne? So. Dann haben wir hier schön aufgeschichtet Fliesen. Ein paar Bricks und bla bla blub. Und dann kommen wir hier zu diesem Mast. Das soll ein Radarmast von der Bismarck darstellen. Und das Ge der Bau davon ist richtig gefummelt. Ich zeige euch den auch mal hier so. Er sieht schon am Ende nett aus. Aber
Der Bau macht absolut keinen Spaß, das kann ich euch sagen. Das hängt damit zusammen, dass das hier alles kleine bewegliche Teile sind und man dann mal verrutscht. Und wenn man verrutscht, kann man alles wieder von vorne anfangen. Dann kann man alles wieder auseinandernehmen, weil zum Beispiel diese Stange hier ist mit einem Lift, ist mit einem Liftarm, alles klar. Die Stange ist mit einem Pin, mit einer anderen Stange hier verbunden. Wenn man da aus Versehen mal drauf drückt, haut es aber dann den Pin nach unten und die Stange oben fliegt weg, weil die keinen Punkt mehr da hat, wo es festgehalten wird und man kann eigentlich alles wieder auseinandernehmen. Und das Ganze sieht halt am Ende schon nett aus, aber ist halt keinesfalls stabil. Ich fasse es auch nicht an, ich möchte es nicht auseinandernehmen. Es ist ein Vitrinenmodell, alles klar, es ist ein Vitrinenmodell, aber ich komme dazu am Ende nochmal zu einem großen Kritikpunkt, was dazu führt, dass das ist ein Vitrinenmodell nicht alles rechtfertigen kann. Auf jeden Fall haben wir hier dann weitere Deko, das hier auch so ein Gefuddel, was so einfach nur aufeinander gesteckt wird und dann noch fünf Verlängerungen und oh mein Gott, hält nur bedingt, fasse ich nicht an. Vitrinenmodell, alles klar. Das hier vorne ist mal eine schöne Dekomaßnahme. Hier finde ich gelungen, ist auch stabil. Top. Und hier vorne dann wieder Kanonen. Und jetzt kommen wir zu den Kanonen, die einen schrecklichen Fehler haben, meines Erachtens. Eigentlich sind die Kanonen aus solchen Werkzeugsets hier. Die haben jetzt diese schwarzen Teile nicht einfach nur beigelegt, sondern die haben im Endeffekt hier ewig viele von diesen schwarzen Werkzeugsets beigelegt. Und das ist ein Meißel davon. Jetzt kriegt man den Meißel aber sehr schwierig dort raus. Wenn du Pech hast, bricht er dir auseinander. Ist mir sogar bei zwei Sachen passiert. Was machst du dann? Es ist kein Ersatz dabei. Und das können sie auch nicht damit rechtfertigen, so ein Material schon sein. Also, ich meine, das alles brauchst du nicht. Alles, was hier nicht der Meißel ist, brauchst du nicht. Und dann musst du eine Notlösung finden. Und die Notlösung ist ein bisschen bizarr, aber hat halt funktioniert. Hier ist noch ein Hammer dabei. Den Hammer habe ich dort halt rausgenommen. Und habe ihn mit so einer wunderschönen Nagelklammer abgeknipst, hoch mit so einem Nagelknipser abgeknipst. Und deshalb habe ich hier trotzdem zum Glück noch ein Geschütz draus gekriegt. Aber alles in allem ist das keine super schöne Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir dann noch die Deutschlandflagge quasi oder die Flagge des Deutschen Reichs vervollständigt, indem hier oder diese schwarze 1x1-Fliese noch drauf gekommen ist. Und das ist auch eigentlich schon alles von der Deko her. Jetzt sagt man alles klar, wie gesagt, es ist ein Vitrinenmodell. Es hat Fehler. Aber die sind jetzt nicht schlimm, weil es ein Vitrinenmodell ist. Jetzt muss aber ein Vitrinenmodell dementsprechend auch sehr gut aussehen. Und da haben wir ein Problem. Weil das sieht jetzt nicht schlecht aus. Aber an manchen Stellen ist es leider unzureichend. Meines Erachtens. Ich finde, dass es zum Beispiel viel zu flach ist. Und das nicht super schön aussieht. Ich meine, schaut euch das an. Ist flach wie eine Flunder. Müsste man eigentlich erstmal noch zu Ende bauen, bevor man das sich in eine Vitrine stellt. Es ist klar, dass man aus 326 Teilen nichts großartig Besseres rausbekommt. Das ist wirklich ein gutes Modell für die Teileanzahl und für den Preis. Ich meine, ich verlinke es euch mal auf Amazon, das seht ihr ja, dass es echt ein guter Preis ist. Aber es ist nicht das Nonplusultra. Und das ist im Endeffekt auch das Schlusswort für jemanden, der ein bisschen Geld sparen will und sich eine Bismarck holen will. Alles klar, ist okay. Es ist daran angelehnt. Im Endeffekt, es könnte jeder deutsche Schlachtkreuzer sein aus der Zeit. Es ist aber daran angelehnt. Wenn du eine Bismarck als Bild hast und dann das daneben, kommst du schon drauf, dass es das sein soll. Ohne Bild daneben nicht. Aber im Endeffekt, wem das so gefällt, kein Problem, kauft's euch. Ist manchmal schwer zu bauen, aber sonst für das, was es sein soll, ist es gut. Wer aber ein wirklich richtig hübsches Vitrinenmodell haben will von einem Schiff, sollte es sich nicht unbedingt kaufen. Oder müsste es zu Ende bauen, müsste es sich eigentlich zweimal kaufen und müsste hier unten alles nochmal erweitern. Und dann wird's auch was. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, euer Krieg der Steine.